Was uns Corona und auch der Krieg in der Ukraine nun gezeigt haben, ist, dass viele Menschen Angst haben, dass die Versorgung nicht funktioniert oder nicht ausreichend ist. Es ist auch bei uns zu Hamsterkäufen gekommen. Hat sich das selbst verwundert, wie schnell und sehr nervös die Menschen und Kunden geworden sind? Eigentlich hat es mich nicht verwundert, denn wir alle wissen, wie Medien funktionieren. Ich glaube, da bin ich hier am richtigen Ort. Und wir müssen halt schon manchmal auch versuchen, was die Information betrifft, etwas bedachter zu sein. Die Menschen zu verunsichern, finde ich kritisch. Da muss man versuchen, die Sachlichkeit walten zu lassen. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe mir bei Lebensmitteln überhaupt keine Gedanken gemacht bis jetzt. Und ich mache mir null Sorgen, dass wir ein Versorgungsproblem, was die Kohlenhydrate betrifft oder die Proteine betrifft. Wir sind so gut aufgestellt, dass ganz sicher niemand hungern muss. Aber das eine oder andere Produkt gibt es halt manchmal nicht. Und wenn man jetzt in die Regale schaut, dann haben wir manchmal halt Ausverkäufe bei Produkten, wie wir das früher nicht hatten. Aber meistens liegt es nicht am klassischen Inhalt des Lebensmittels, sondern es liegt an der Verpackung. Es liegt an der Verpackungsverordnung. Wenn Sie Sonnenblumenöl als Inhaltsstoff haben, um beim Elfer Pommes frites in der Fritteuse zu machen, und Sie kriegen kein Sonnenblumenöl mehr, weil es ausverkauft ist, und Sie wollen ein Maiskeimöl verwenden, dann dürfen Sie das nicht, weil zuerst eine Verordnung umgeschrieben werden muss, damit die Kennzeichnungsverordnung wieder passt. Also der Hund steckt hier im Detail, er steckt sehr stark in Prozessen, in Strukturen, in Systemen, und die Kunden können das oft nicht nachvollziehen. Aber die Versorgung mit Lebensmitteln ist überhaupt nicht gefährdet. Die Vielfalt vielleicht ein bisschen, aber da muss man sich keine Sorgen machen. Ich mache mir viel mehr Sorgen mit technischen Produkten. Da haben wir schon teilweise ziemliche Probleme, diese derzeit in absehbaren Zeiteinheiten ins Land zu bekommen.